Ja, Frau Bundesministerin in baldiger Absentia, Frau Oberbürgermeisterin in Präsentia, verehrter ehemaliger Alterspräsident des Deutschen Bundestages, extra vitam sed vitalis. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier eine Festrede halten darf. Sie wissen, die Festrede ist vor solchen Festivals gewissermaßen das funktionale Äquivalent zum Streichquartett. Es soll auf der einen Seite hohes Niveau haben, auf der anderen Seite nicht zu sehr anstrengen und es soll Sie nicht allzu lange von der Party fernhalten. Das ist eine schwierige Aufgabe, wie Sie sich denken können, und ich werde versuchen, sie zu lösen. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig, das zu tun. Ich werde es Ihnen nicht einfach machen, aber das ist nur gerecht, weil ich habe es mir selbst auch nicht einfach gemacht, mit dem Vortrag, den ich jetzt halten werde. Schon der Titel ist ja irgendwie komisch, ne? Dass er Narrative Authority heißt und dann auch noch auf Englisch. Ich habe ihn auf Englisch gewählt, weil er sich auf Deutsch eigentlich noch döver anhört, nämlich narrative Autorität. Der Begriff Narrative Authority hat eine doppelte Bedeutung. Er meint auf der einen Seite, dass das Narrative durchaus autoritär sein kann. Das ist es manchmal. Ich werde Ihnen dazu auch Beispiele nennen. Es heißt aber auch, dass es einen Kampf gibt darum, wer eigentlich mit seinen Geschichten am Ende, ich will nicht sagen, obsiegt, aber doch zumindest die Möglichkeit hat, sich gegen bestimmte Dinge, die wir nicht gerne haben, durchzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das fast nur über Geschichten geht. Ich habe selten einen so intelligenten Titel für eine Ausstellung, Festival und so weiter gefunden, wie Ihren, nämlich den Aufstand der Geschichten. Er ist deshalb intelligent, weil er vielleicht noch intelligenter ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Weil er nämlich auch eine Doppelbedeutung hat. Wir erleben zurzeit einen Aufstand von Geschichten, das ist gerade auch schon angesprochen worden, die ganz offenkundig unwahr sind, aber funktionieren. Vielleicht funktionieren sie sogar deshalb, weil sie so unwahr sind. Und auf der anderen Seite wird es nur über Geschichten, über andere Geschichten gelingen, diese Geschichten zu brechen. Warum Geschichten? Zunächst muss man sagen, nach meiner Einleitung, Geschichten sind nicht nur die Lösung, sondern manchmal auch das Problem. Es wäre zu einfach zu sagen, fangen wir doch an, Geschichten zu erzählen, dann wird alles besser. So einfach können wir es uns nicht machen, weil auch diejenigen, die uns die derzeit unerfreulichen Dinge mitteilen, das meistens nicht in Form von wahrheitsförmigen Sätzen machen, sondern in Form von Geschichten. Aber wie verhält es sich eigentlich mit Geschichten? Ich will Ihnen das an drei Beispielen festmachen zunächst mal, zwei davon aus meiner eigenen Forschung. Ich habe in den 1980er Jahren und 90er Jahren über die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion geforscht. Die Siebenbürger Sachsen, eine deutschstämmige Gruppe in Rumänien. Als sie dorthin kamen, war das noch das Königreich Ungarn, das war vor 800 Jahren, die nach dem Zweiten Weltkrieg gewissermaßen als Reparationszahlung von Rumänien in Bergwerke geschickt worden sind, um dort zu arbeiten, quasi Zwangsarbeit zu leisten, ungefähr 4 bis 5 Jahre lang, mit großen Opfern. Und ich habe eine Qualifikationsarbeit, die ich brauchte, um Professor werden zu können, unter anderem über dieses Thema gemacht, weil mich das methodisch interessiert hat, was eigentlich mit Geschichten passiert. Ich bin mit einem Kollegen zusammen in einem Dorf gewesen, in der Nähe von Kronstadt in Siebenbürgen, und habe ein Interview gemacht mit einem damals noch Bandgerät. Und der Mann, der uns es erzählt hat, war fast 90 Jahre alt und begann seine biografische Erzählung. Wir haben die Leute gebeten, sich biografisch selber zu erzählen. Und begann seine biografische Erzählung mit den Worten: Wir sind vor 800 Jahren hier hingekommen. Er war 90,
nicht 800. Und hat uns sein Leben erzählt. Und das Leben war sehr stark vermengt auch mit der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Da spielt sehr stark eine bestimmte Form von konfessioneller Identität eine Rolle. Das sind Lutheraner in einem orthodoxen Umfeld. Und da spielt natürlich die ethnische Frage eine Rolle. Und da spielten auch ökonomische Fragen eine Rolle. Und er hat uns das erzählt und es spielte natürlich auch die schreckliche Erfahrung im Zwangsarbeitslager eine Rolle. Er hat geweint, er hat geschluchzt, er konnte bisweilen nicht erzählen. Aber irgendwann ging es, das Interview war zu Ende. Und mein Kollege hat danach festgestellt, dass das Bandgerät nicht funktioniert hat. 3 Stunden Text waren weg. Was tun wir? Wir haben das Interview wiederholt. Und die Erzählung war genau die gleiche. Und der Mann hat an den gleichen Stellen geweint, an den gleichen Stellen geschluchzt und konnte auch an den gleichen Stellen nicht weiterreden. Und dann haben wir uns hinterher gefragt, ist das jetzt ein Wahrheitsindikator oder ein Fake-Indikator? Fake sagt man heute, das Wort haben wir damals noch nicht zur Verfügung gehabt. Und spannenderweise ist es ein Wahrheitsindikator. Das ist eine Geschichte, die als Geschichte so stark mit diesem Leben verwoben ist, dass sie immer wieder funktioniert. Und wir können davon ausgehen, dass er die Geschichte schon öfter erzählt hat. Und wenn er weint, dann weint er wirklich. Das ist nicht so ungefähr, jetzt muss ich weinen und dann, sondern das passiert tatsächlich. Zweites Beispiel. Ich habe jetzt extra noch mal eins aus dieser Art von Forschung genommen. Wir haben etwas später, in den späten 90er Jahren, Forschungen gemacht über Siebenbürger Sachsen, die nach dem Ende der Sozialistischen Republik Rumänien die Möglichkeit hatten, als Spätaussiedler in die Bundesrepublik auszureisen und haben dort mit ihnen Interviews gemacht, bevor sie kamen und hinterher noch mal zweimal in der Bundesrepublik. Und da waren wir bei einem Interview in Hermannstadt mit einem ganz interessanten Mann. Der hat uns erzählt, wie das so da lief und alles ganz schlecht war. Und er hat so Sätze gesagt wie, ich werde nie wieder mit einem Rumänen reden und ich werde nie wieder rumänisch reden, außer die 3 Mal, die ich noch zum Amt muss, um die Dinge zu regeln. Dann klingelt das Telefon. Wir haben alles auf Band. Er geht dran und redet rumänisch. Und das vergleichsweise freundlich. Ungefähr 10 Minuten lang. Und wir haben ihn dann hinterher gefragt, was war das eigentlich? Du hast doch Rumänisch geredet. Also ich kann kein Rumänisch, aber wenn man in Rumänien ist, kann man Rumänisch wohl schon identifizieren. Wenn man Latein gelernt hat, weiß man so ein bisschen, worum es geht. So, und dann sagte der, ja, das war ja mein Nachbar. Der passt auf unser Haus auf, wenn wir weg sind. Man weiß ja nie, ob wir nicht womöglich wiederkommen. Und die Preise sind so verfallen, dass es sich nicht lohnt, das Haus zu verkaufen. Eine schöne Geschichte, ne? Also eine Geschichte, die er selber erzählt, die ganz offenkundig das, was dort wirklich stattgefunden hat, nur partiell wiedergibt, aber als Geschichte hervorragend funktioniert. Und er hat selber das eigentlich nicht als einen Widerspruch angesehen, sondern er sagte tatsächlich, mit Rumänen kann man nicht reden, da ist er dabei geblieben. Und das ist ganz interessant zu sehen. Die dritte Geschichte stammt aus einem anderen Hintergrund. Es ist die Geschichte vom eigenen und Fremden. Wir sind unglaublich schnell dabei, beschreiben zu können, wer denn eigentlich die Fremden sind. Wir wissen es im Moment, wer die Fremden sind. Also ich bin ja so ein Westdeutscher. Bei uns waren, also ich habe ja selber auch einen Migrationshintergrund, wie Sie an meinem komischen Nachnamen hören können. Wenn ich in München meinen Migrationshintergrund erkläre, sage ich immer, dass ich mit Gelsenkirchener Abitur bayerischer Ordinarius werden konnte. Aber der Nachname verweist ja noch auf was anderes, nämlich mein Vater war mal Iraner, spielt also für mein Leben im Moment jetzt nicht so eine unglaublich große Rolle. Aber fremd war in Westdeutschland eine lange Zeit lang türkisch. Und die Türken, die in Westdeutschland leben, sind alles andere als fremd, weil die zum Teil in der 3. Generation dort sind und man relativ genau weiß, wie diese Fremden eigentlich ticken. Sind die Fremden eigentlich fremd, wenn man genau weiß, wie sie ticken? Also man weiß es sogar bei den Fremden noch viel genauer, weil man über die viel genauere Vorurteile hat. Also die, die nicht fremd sind, da weiß man nicht, was hinter der verschlossenen Haustür passiert. Aber bei den Fremden wissen wir es genau. Und erzählen uns Geschichten darüber, wie es sich mit den Fremden wohl verhält. Und jetzt noch schwieriger ist es mit den eigenen. Ich habe selbst versucht, mehrfach mit Rechten
zu reden. Und ich komme immer zu dem Punkt, wo ich sie frage, sie mögen das eigene doch mal bitte beschreiben. Dann kommen eigentlich immer nur lächerliche Sätze dabei raus. Ich weiß nicht, ob Sie die Fernsehaufnahmen des Kyffhäuser-Treffens gesehen haben, wo AfD-Abgeordnete versucht haben, den deutschen Blick zu beschreiben. Das sind tautologische Geschichten. Der deutsche Blick ist ein deutscher Blick, weil ich als Deutscher nur einen deutschen Blick haben kann. Und lachen Sie jetzt nicht. Das ist eine tautologische Beschreibung, die sich selbst genügt. Sie braucht kein Gegenüber, das die Geschichte selbst mit Wahrheit versorgt, sondern wenn die Erzählung ein Gegenüber hat, das diese Erzählung glaubt, funktioniert die Erzählung als Erzählung. So. Ist alles willkürlich ausgewählt. Interessant ist, dass wir viele Beispiele finden können, an denen der Zugang zur Welt fast immer über Geschichten läuft. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Die ist so komplex, dass uns selbst die Experten, Ökonomen, Politikwissenschaftler, von Soziologen wollen wir schweigen, nicht genau erklären können, wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Haben sich die Finanzkrise mal von Ökonomen erklären lassen? Ich habe es versucht. Haben sich mal die Gesellschaftsstruktur von Soziologen erklären lassen? Mache ich selbst. Verdiene sogar mein Geld damit, gar nicht so schlecht. Aber damit können Sie keine Geschichten erzählen. Sie können keine Wahlkämpfe zum Beispiel machen, also weiß ich, wann wieder Oberbürgermeisterwahlen sind. Sie können keine Wahlkämpfe machen, indem Sie sich hier auf Ihren Marktplatz stellen und systemtheoretische Analysen des Eigensinns funktional differenzierter Gesellschaften zu halten. Da werden Sie nicht gewählt. Sondern Sie müssen Geschichten erzählen. Und mit Geschichten erzählen meine ich nicht, dass Sie den Leuten Bullshit erzählen, sondern Sie müssen sich einen Reim auf diese Welt machen. Sie müssen sozusagen in der Lage sein, über die Welt eine Geschichte zu erzählen, die diejenigen, denen Sie sie erzählen, so transparent wirkt, dass Sie sich vorstellen können, dass sie womöglich stimmen könnte. Also merken Sie, ich sage nicht, dass man die Wahrheit oder Unwahrheit sagt, hat mit Wahrheit und Unwahrheit zunächst mal noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern es geht um die Frage, wann werden Sie dem anderen gegenüber anschlussfähig? Wenn Sie in der Lage sind, eine konsistente, glaubwürdige Geschichte zu erzählen. Die Ministerin hat gerade von Glaubwürdigkeit einer Regierung erzählt. Ne? Gesprochen, nicht erzählt. Und was ist eine glaubwürdige Regierung? Eine glaubwürdige Regierung ist eine, bei der ich nicht bei jedem Detail genau nachsehe, ob der Satz denn auch stimmt, sondern sie soll ja glaubwürdig sein. Vertrauen haben wir nur dann, wenn wir nicht genau hingucken. Waren Sie schon mal irgendwo, wo Sie jedes Mal über die Schulter gucken, wenn es irgendwo dunkel ist? Wahrscheinlich. Das Fremdbild, das man woanders von Chemnitz hat, ist das, dass man denkt, ja, kannst du denn frohen Mutes zu Fuß vom Bahnhof zum Hotel gehen? Bin ich gefragt worden. Ernsthaft. Das liegt daran, dass es sozusagen Geschichten gibt, die als Geschichten plausibel erscheinen. Man glaubt Geschichten viel mehr als zum Beispiel Statistiken, Forschungsergebnissen und akademischen Evidenzen. Sie überzeugen weniger als narrative Formen. Und das hat eine lange Tradition. In der Philosophie kriegt man beigebracht, ich habe das mal studiert, dass die Philosophie damit beginnt, dass der Mythos durch den Logos ersetzt worden ist. Der Mythos, das ist die Dichtung, die Erzählung, Erzählungen über den Ursprung der Welt, Erzählungen über die Rollenverteilung in einer bestimmten Gruppe, Erzählungen darüber, was richtig und falsch ist, Erzählungen darüber, was man denken darf und was man nicht denken darf und so weiter und so weiter. Die werden weitergegeben, meistens mündlich, meistens sehr emotional, meistens sehr sinnlich. Der Logos ist dann Philosophie, Wissenschaft, Rationalität. Der Mythos ist nah dran an den Leuten,
der Logos hat eine Distanz. Der Mythos ist partikular, der gilt nur für die, die dazugehören. Die Rationalität gilt universal für alle. Was natürlich denjenigen, die den Logos repräsentieren, eine besondere Autorität gibt. Aber spannenderweise ist der Mythos deshalb nie verschwunden. Die Gesellschaft ist nicht, ich rede jetzt von einer Gesellschaft, die ungefähr 3000 Jahre alt ist, die Gesellschaft hat nicht gesagt, den Mythen lassen wir jetzt mal weg. Wir gründen das Leben auf rational begründbarer Wahrheit. Abgesehen davon, dass auch die rational begründbare Wahrheit immer nur in mehreren Versionen auftaucht und das nicht nur im Gegenstandsbereich von Sozial- und Kulturwissenschaften, sind Lebensformen solche, die ihre Plausibilität dadurch gewinnen, dass wir so etwas wie eine Sicherheit über unsere eigene Weltbezüge herstellen. Und die sind fast immer narrativer Natur. Wir wissen, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Wir wissen, wem wir irgendwie vertrauen können, wie wir das tun. Wir wissen vor allem, wo wir nicht genau hingucken müssen. Meinen Studenten in München und den Studentinnen natürlich auch, versuche ich das immer beizubringen, indem ich ihnen sage, dass selbst der Marienplatz in München, ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Münchner Marienplatz gesehen haben, ist ganz hübsch. Ne? Der sicherste Platz der Welt wahrscheinlich. Oder einer der sichersten Plätze der Welt. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass irgendeinem Kellner ein Bierglas aus der Hand fällt. Viel mehr passiert da nicht. Und selbst dort ist es hoch voraussetzungsreich, über den Platz zu gehen und nur Leute zu treffen, die man nicht kennt. Und die man wahrscheinlich noch nie gesehen hat und nie wiedersehen wird und sie nicht für bedrohlich zu halten. Stellen Sie sich mal vor, das müsste man sich vorher ausdenken. Dann bekommen Sie Angst, über den Platz zu gehen. Aber wenn Sie das einfach sozusagen als eine Sicherheit Ihres Lebens haben, das gewissermaßen in Ihren Geschichten so vorkommt, der Marienplatz, da gehe ich mal so rüber. Chemnitz vielleicht nicht, aber Marienplatz. Dann ist das sozusagen etwas, was womöglich rational gesehen gar nicht stimmt, aber im Hinblick auf die Erzählung, die wir kennen, doch stimmt. Plausibel wird das Leben nur in seinen Geschichten, also in der narrativen Struktur des Lebens selbst. Darf ich noch was Philosophisches sagen? Ja, ne? Vielleicht kennen Sie das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Stammt wahrscheinlich von Hegel, könnte auch von Schelling sein, ist aber für heute Abend wurscht. Die haben geschrieben, oder einer von beiden, ich zitiere mal, ehe wir die Ideen ästhetisch, das heißt mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse. Und umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muss sich der Philosoph ihrer schämen. So müssen endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand reichen. Die Mythologie muss philosophisch werden und das Volk vernünftig. Und die Philosophie muss mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns. Hübsch, ne? Also, in diesem Fragment wird behauptet, ich übersetze es Ihnen, wird behauptet, dass Sie noch so tolle Wahrheiten kennen können, wenn Sie sie nicht in die Form bringen, dass Sie in den Lebensformen der Beteiligten, Protestanten würden sagen, einen Anhalt an der Wirklichkeit haben, einen Sitz im Leben. Ich bin Katholik, wir sagen das anders. Aber einen Sitz im Leben haben, dann funktioniert der Gedanke nicht. Diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Sie können Kindern genau die Regeln erklären oder sie können die Regeln einbetten in eine Lebensform, die funktionieren muss. Übersetzen wir diese Sätze von Hegel oder Schelling. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, es könnte von Hölderlin sein, glaube ich nicht. Übersetzen wir das in das, worum es heute hier geht. Wir können die Menschen nur an ihren Geschichten packen und erreichen, nur an der Erzählbarkeit des eigenen Lebens. Ich sage gleich was dazu. Was ich ganz toll finde an den Konzepten ist, dass sie auch das praktisch-haptische mit reinnehmen. Ja? Dass sie sozusagen mitzeigen, dass die Dinge auch eine Vertrautheit besitzen können,
oder spenden können, weil sie so etwas wie eine Umgebung schaffen, in der ich nicht genau hingucken muss. Warum ist für Migranten das Essen so wichtig? Also Essen ist für uns alle wichtig, für mich zu wichtig, wie Sie sehen. Aber es ist sozusagen, das Essen meine ich jetzt, das Essen aus der Heimat, das produziert erzählbare Geschichten. Was heißt es, die Erzählbarkeit des Lebens herzustellen? Ich habe mir vorgenommen, hier nicht als Westdeutscher Ihnen zu erklären, was hier so abgeht. Deshalb habe ich mich kundig gemacht bei zwei Autoren, die ich letztens auch schon mal verwendet habe, nämlich, ich mache das ganz kurz, bei Richard Schröder, heute Vorsitzender der Deutschen Nationalstiftung, früher SPD-Mitglied der einzigen frei gewählten Volkskammer, und Daniel Schulz, ein Taz-Redakteur, den ich sehr, sehr schätze. Beide haben in interessanten Texten in der letzten Zeit versucht zu beschreiben, warum es eigentlich so plausibel ist, dass es so etwas wie ein Rechtsradikalitätsproblem in Ostdeutschland gibt. Es wurde gerade gesagt, es gibt auch eins in Westdeutschland. Das funktioniert völlig anders. Und beide beziehen sich darauf, dass es zum Ende der DDR-Zeit durchaus Rechtsradikalismus gab. Und sie erklären es eigentlich beide damit zu sagen, die maximale Aufmerksamkeit gegen den SED-Staat konnte man natürlich mit rechtsradikalen Symbolen produzieren. Und dann haben diese Leute, meistens junge Leute, meistens Männer, nicht nur, nach der Wende erlebt, dass der neue Staat so getan hat, als gäbe es dieses Problem nicht, und ist vor ihnen zurückgewichen. Es ist gerade schon vom Gewaltmonopol des Staates Rede gewesen. Dieses Gewaltmonopol wurde zum Teil nicht durchgesetzt. Und daraus sind Geschichten entstanden. Geschichten entstanden darüber, dass man sich sozusagen durchsetzen kann gegen eine Struktur, wenn man es nur selbstbewusst genug tut. Und das scheint zu funktionieren. Ob diese Geschichte stimmt oder nicht stimmt, kann, ich gebe es zu, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest der Versuch, ein Narrativ zu erzeugen, wenigstens hinzuschauen und zu sagen, was könnte eigentlich die Umwelt eines Problems sein, das wir irgendwie nicht so richtig packen können. Ich will Ihnen eine Geschichte aus Bayern erzählen. Sie kennen vielleicht Deggendorf. Nach Deggendorf kommt man eigentlich auch von München aus nur, wenn man nach Passau weiterfahren muss. Aber in Deggendorf gibt es, weil die Autobahn nicht direkt nach Passau geht, in Deggendorf gibt es ein riesengroßes BMW-Werk. Und Deggendorf ist dadurch richtig reich geworden. Deggendorf ist die Gemeinde in Bayern mit dem höchsten Wähleranteil der AfD. Die Menschen fühlen sich dort abgehängt. Es gibt lokale soziologische Forschung dazu. In der Region, in der man objektiv sagen muss, wenn in Bayern außer im zentralen Oberbayern niemand abgehängt ist, dann in Deggendorf. Keine Arbeitslosigkeit, wirklich keine. Also wir haben in München auch Vollbeschäftigung. Das sind Verhältnisse, die in anderen Teilen Deutschlands nicht so sind. In Deggendorf auch. Und trotzdem funktioniert das Narrativ, abgehängt zu sein und sich sogar gegen eine CSU-Regierung im Protestmodus einrichten zu müssen. Warum? Ich habe dafür keine Antwort. Aber es funktioniert als Erzählung. Diese Erzählung ist langsam entstanden und sie ist sozusagen immer plausibler geworden dadurch, dass sie als Erzählung funktioniert hat. Das heißt, dass die Erzählung sich gewissermaßen selbst reproduziert hat dadurch, dass man sieht, dass diese Sätze sich auf einmal bewähren können. Es ist gerade heute Abend mehrfach davon die Rede gewesen, dass es wichtig ist, einzuschreiten, wenn Sätze gesagt werden, die nicht gesagt werden sollten. Rassistische zum Beispiel. Rassismus verbreitet sich nicht durch Überzeugungen, sondern dadurch, dass die Sätze wiederholt werden und danach kommen dann die Überzeugungen. Das kann man sozialpsychologisch sehr genau rekonstruieren. Die Leute gewöhnen sich an ihre eigenen Sätze. Und wenn man ein bisschen pädagogisch denkt, müsste man sagen, vielleicht muss man ihnen Gelegenheit geben, sich an andere Sätze zu gewöhnen. Zum Beispiel an Sätze, die dialogischer Natur sind. Zum Beispiel an Sätze, dass man durchaus ernst nimmt, dass es Leute gibt, die in Lebenslagen sind, die ihnen vielleicht wehtun.
wenn Sie die Gelegenheit haben, das mal auf den Begriff zu bringen, ohne das mit dem Selbstbewusstsein oder Identität produzierenden fremdenfeindlichen Formen zu machen, sich diese Sätze nicht mehr so leicht bewähren können. Ich habe Ihr Konzept ein bisschen so verstanden, das als Angebot zu sehen, als ein Angebot sozusagen die eigenen Sachen, die eigene Situation als eine Geschichte zu erzählen, die als Geschichte funktionieren könnte. Es ist übrigens ein therapeutisches Prinzip, das Sie sowohl in Verhaltenstherapien als auch in systemischen Therapien, zum Teil sogar in tiefenpsychologischen Therapien bringen, dass man sagt, Menschen verändern sich intentional fast nie. Also es gibt einen großen Gap zwischen Wissen und Verhalten. Also ich bin zu klein für mein Gewicht, wie Sie sehen, und ich weiß genau, was man dagegen tun muss, und es gelingt mir nicht. Es gelingt, also es ist wirklich auch nicht ganz einfach, es ist wirklich schwierig. Die Zeiten, wo es mir gelingt, ist immer dann, wenn ich das gewissermaßen in die narrative Struktur meines Alltags reinbringe. Das heißt, wenn ich sozusagen Routinen entwickle, in denen das einigermaßen funktioniert. Und nur so lernen wir, solche Routinen zu produzieren. Also wir haben heute Stiftungen gehört, ja, die Projekte gesehen. Alle Projekte, wie ich sie verstanden habe, scheinen damit zu tun zu haben, Menschen an andere Sätze zu gewöhnen. Und nicht einfach zu belehren und zu sagen, das ist falsch, was ihr tut, tut doch was anderes. Je öfter Sie Leuten sagen, was ist falsch, was ihr tut, tut doch was anderes, erkennt man an, dass ihr Protest offenbar ankommt. Das ist übrigens kein Argument dafür, Ihnen nicht zu sagen, dass es falsch ist, aber sie muss immer mehr Gelegenheiten geben, das anders zu tun. Zum Ende möchte ich zwei Punkte noch ansprechen. Dann höre ich auch tatsächlich auf und dann geht die Party los. Die mit Parteien was zu tun hat und mit der Theaterbühne. Wir erleben zurzeit eine Krise der Parteien, vor allem der Volksparteien. Der ehemaligen Volksparteien, muss man sagen, die in Westdeutschland Volksparteien waren. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Warum waren das Volksparteien? Man könnte ja sagen, das waren Volksparteien, weil die von so vielen Leuten gewählt wurden. In der Bundesrepublik war es der Normalfall, dass diese beiden großen Parteien von ungefähr 85-90% der Wähler gewählt worden sind. Also das waren dort sozusagen zwei Parteien, die auf 90% kamen. Hier war es eine. Warum haben die funktioniert? Die haben funktioniert, weil sie sozusagen bessere Konzepte hatten als heute. Hatten sie nicht. Konnten sie gar nicht. Sondern sie hatten ein Narrativ, das an den Lebenssituationen relativ stabiler Milieus angesetzt hat. Die Sozialdemokratie hat eine Geschichte vom sozialen Aufstieg erzählen können. Und hat das übrigens auch seit Mitte der 60er Jahre in einer erstaunlich erfolgreichen Weise durchgesetzt. Inklusionspolitik nenne ich das soziologisch. Sie hat nicht nur das Versprochen, sondern durch das Versprechen Motive des sozialen Aufstiegs produziert. Übrigens so erfolgreich, dass auch nicht sozialdemokratische Regierungen in den westdeutschen Bundesländern das Gleiche machen mussten. Am erfolgreichsten ist übrigens die CSU-Regierung in Bayern damit gewesen. Das war immer das Bundesland mit den besten Aufstiegsmöglichkeiten. Was erstaunlich ist, dieses Narrativ hat darüber hinaus funktioniert. Und das große Narrativ in der Union bestand tatsächlich darin, ein verunsichertes Bürgertum nach dem deutschen Faschismus mit der Westbindung zu versöhnen. Das ist noch unwahrscheinlicher gewesen als das andere. Das hat funktioniert. Mit spannenden Narrativen. Ich sage nicht, dass das alles richtig ist, was die Leute erzählt haben, aber das hat funktioniert. Und die Leute sind sozusagen, die sind keine Volksparteien, weil so viele die gewählt haben, sondern es haben so viele die gewählt, weil die Narrative fast so ein bisschen universal funktioniert haben und sich auch wechselseitig ermöglicht haben, weil sie komplementär gewesen sind. Was haben wir heute? Das ist ganz schön schwierig zu sagen. Was sind die angemessenen Narrative? Wir haben heute entweder Folkloristen, die sagen, wir machen das noch so wie früher, und dann kommen Soziologen und sagen, eigentlich stammen eure Formen aus dem 19. Jahrhundert, tun sie nämlich. Ja, das hilft nicht. Oder wir haben Expertokraten, die sagen, ladet euch doch mehr Soziologen ein, die können euch erklären, warum es nicht funktioniert. Aber es muss ja funktionieren. Wer kann eigentlich neue Narrative erzählen? Interessanterweise sind es zwei Kräfte in der Bundesrepublik zurzeit, die das tun können. Die einen sind die Grünen,
die das verunsicherte Bürgertum in den Großstädten, in den urbanen Strukturen so ansprechen können, wie sie es verdienen, nämlich an ihrer Prosperität. Und es ist die AfD, die den Abgehängten sagt, ihr dürft endlich sagen, dass ihr die Abgehängten seid. Und dann gewöhnen die Leute sich daran, abgehängt zu sein und entdecken die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus als wenigstens einen Ersatzgrund, damit der Satz nicht einfach so in der Luft hängt. Herr Gauland hat übrigens die eigentlich zutreffendste Theorie der AfD geliefert. Er hat gesagt, ohne die Flüchtlingskrise wäre es uns nicht gelungen, so schön über die Gesellschaft zu erzählen, dass man uns wählt. Der Mann ist leider nicht blöd. Mein zweites Beispiel, warum Theater? Das Theater spielt ja eine große Rolle im Festival. Theater sind Orte des Sprechens. Es wird vorgeführt, wie gesprochen wird, beziehungsweise wie gesprochen werden könnte. Im Theater können Sie vorführen, wer für wen spricht. Die Bühne problematisiert Geschichten und sie erzählt sie und gleichzeitig liefert sie reflexiv mit, dass die Geschichten erzählte Geschichten sind. Und deshalb ist es kein Zufall, dass dieses Theater der Ort ist, an dem oft sozusagen die unerwartetsten Sätze zu hören sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es sozusagen immer nur das ist, was im Theater ohnehin stattfindet, ne? Nämlich Theaterstoffe aufzuführen, sondern die Sätze, die man woanders sagt, sagt man auf der Theaterbühne nochmal anders. Weil man gewöhnt ist, dass die Bühne der Ort ist, an dem Sätze möglich sind, die im richtigen Leben noch nicht funktionieren. Ich wünsche dem Festival, dass dort viele Sätze gesagt werden, die überraschend sind und die von dort aus sich verbreiten können, weil ich habe ja selbst behauptet, das war ja die Theorie des Erzählens, dass die Sätze sich dadurch verbreiten, dass man sie wiederholen kann. Arbeiten wir daran, dass sich nicht die falschen Sätze wiederholen. Ich wünsche Ihnen eine super tolle Party.